Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir spielen heute eine Challenge und zwar ist das die Random OP Mob Drop Challenge. Ich habe diese noch nicht ausprobiert, also wir werden gleich sehen, ob das denn wirklich OP ist und so. Falls euch solche Videos in der Art gefallen sollten, dann lasst es mich sehen mit einem Like und einem Abo und ein paar Kommentare, ein paar nette. Und jetzt müssen wir erstmal hier rauskommen, damit wir ja zur Mobs kommen. Denn Mobs sind bekanntlich nicht in Höhlen, wenn wir, also, naja, außer wir wollen jetzt ohne ein Schwert einen Zombie fighten oder so. Und selbst das wird, glaube ich, schwierig, weil zu viel Licht und so. Aber wir gehen jetzt erstmal nach oben. Zuerst, oh, wer? Yo, he crazy und he crazy, hä? Leute, gönnt euch den Ziel. Ich glaube, wir probieren es einfach mal aus mit ein Schwein. Scheiße, hä? Wer bist du denn jetzt? Boah, was? Da hab ich dich jetzt nicht gerechnet, Leute. Also, ich dachte, da kommen jetzt irgendwie so, ja, da kommen jetzt so zwei Diamonds raus. Okay, Leute, ich glaube, die Challenge wird zu einfach. Das wird wohl kein langes Video. Und das war nicht mal mit Absicht. Ich dachte halt, sorry, das wird irgendwie jetzt so. Scheiße. Wir fliegen einfach jetzt mal rüber. Wir holen uns da einfach ganz schnell mal eine Nasseimer. Und dann gießen wir uns da halt ein Portal. Easy, Leute. Also, ich glaube, so viele Mobs müssen wir gar nicht töten. Für. Ja, so viel zu Eisen. Ja, wow. Obwohl, wir können uns einfach mal hier. Den Helm haben wir schon. Dann nehmen wir uns einfach nur die Schuhe mit. Das können wir zurücklegen. Einfach mal den Eisenbollen. Ja, wir haben ja so oder so Eisen, ich Idiot. Ja, wir haben eine. Nee, oder? Du kannst doch Binding. Ich glaube, das lassen wir mal weg. Also, jetzt mal for real, das ist halt nicht so cool. Was ist das überhaupt? Nein, wir haben. Rip, rip, rip. Wir müssen jetzt mit. Ja, okay, ist okay, ist okay. Wir lassen es. 3 OP-Gaps! Leute, wer meine Streams verfolgt, weiß, wie lange. Looting 3. Junge, wir haben so easy die Blaze Rods und Enderperlen in der Tasche. So, und bam. Wir haben. Wahrscheinlich müssen wir nicht mehr in den Nether. Okay, das ist eine geile. Das sind geile Schuhe. So heißt das ja. Manometer. Das ist hier drauf. Power und Infinity. Ich glaube, das können wir zusammenpacken. Weil ich hätte schon gerne Infinity drauf. Power Infinity Unbreaking. Geil. Das ist ein geiler Bogen. Das ist ein sehr geiler Bogen. Ich glaube, den Rest, den fliegen wir jetzt einfach mal. Und gucken, wo ein richtig guter Lavasee ist. Bis gleich. Wundert euch nicht, wenn ihr auf meine Streams schaut, dann wisst ihr auch, warum ich so scheiße bin. Also ich bin einfach scheiße daran, ein Portal zu gießen. Perfekt, wir haben es aber. Easy. Und dann machen wir hier so bam, bam, bam. Dann, ich Idiot. Das ist nicht mein Ernst. Hey, egal, wir haben noch genügend. Scheiße. Wir haben eh nicht mehr Trading. Wir brauchen jetzt einfach nur noch die Blaze Rods und dann passt das alles. Und ein paar Enderperlen auch noch. Also, let's go, Rainer. Was haben wir für einen Spawn? Wir können eh mit der Leiter endlich wegfliegen. Also, wenn wir einen schlechten Spawn haben. Nein, scheiße, mir fällt gerade was ein. Wir werden gleich in eine Festung reingehen und müssen Blazes töten. Und die Blazes, die droppen, glaube ich, gar keine Blaze Rods. Weil, die droppen ja OP-Stuff. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt wirklich normale Mobs killen, um ein Blaze Rod zu bekommen? Und dann gönnen wir uns einmal die Blazes. Die droppen keine Blaze Rods. Wir können es trotzdem mit denen machen. Auf der Hoffnung, dass wir da Blaze Rods bekommen. Schalker, Digga, nee, oder? Das ist ein bisschen problematisch, was wir jetzt gerade haben. Wir haben OP-Stuff. Aber wir kriegen keine Blazers. Nein, keine Blaze Rods. Junge.
Die haben irgendwie programmiert, also die von der Challenge, also die, die das programmiert haben, haben programmiert, dass die einfach alle, dass alle Mobs das droppen. Das wäre nämlich übel scheiße, weil dann können wir gar nicht das durchspielen. Hi, ich bin's, Lolomatrix im Nachhinein vom Schnitt. Es ist nicht möglich, mit dieser Challenge Minecraft durchzuspielen. Ich hoffe, ich werde es bei der nächsten Challenge besser machen. Sorry. Nö, immer noch keine Blazers, Leute. Das tut weh. Es tut mir weh, zu sagen zu müssen, dass diese Challenge für uns, den Enderdrachen zu besiegen, unmöglich ist. Und da ich auch keine Cheats anhabe, also keinen Game Mode wechseln kann, das war mit F3 und F4. Da, unable to open switch up, no permissions. Ich weiß, wüsste jetzt auch nicht, wie ich das ändern kann. Also, wenn wir es auch jetzt nicht machen, dann töten wir jetzt erstmal den Warden einfach. Oder wir töten den Warden in einer Challenge. Von da an war mein Ziel, den Warden zu besiegen, und ich musste dafür einen Deep Dark finden. Schlussendlich habe ich einen Deep Dark gefunden. Schaut selbst. Mal nennen. Eine fette Cave. Aha! Deep Dark. Nicht Deep, Deep Dark, ja, wir müssen eigentlich nur dahin. Also ich glaube mal. Weil rein theoretisch sollten wir hier einen Sky Shrieker haben. Irgendwo in der Nähe. Weil wir ziehen schon mal hier die hier an. Nach sehr langem Überlegen, wie man überhaupt den Warden spawnt, habe ich es dann schließlich geschafft und jetzt besiege ich den Warden. Ja. Und es lief ein wenig schief, aber ich bin nicht gestorben, also schaut selbst. So, Nummer 4 und somit ist, glaube ich, der letzte. Ja, da ist er worden. Ja, der hittet mich jetzt runter. Das macht keinen Sinn. Das war ein bisschen doof. Ja gut, ja, warte mal, was? Junge, er hätte mich ja bis hierhin. Ich dachte, der hätte eine ab einer bestimmten Höhe nicht mehr. Ach du Scheiße. Ja, ich habe die Höhe wahrscheinlich noch nicht erreicht. Erst recht jetzt nicht so. Uff, rest in peace. Wir haben den Warden! Leute, das war's! Let's go! Wir haben den Warden getötet. Zwar mit einem Totem Waste, nur weil ich zu dumm war. Aber jetzt eben gerade lief es ja. Yamin. Den Warden. Den allerechten Bruder. Da einmal raus. Also Leute, ich wollte hier einmal gleich Abmoderation machen. Also Leute, mir hat das Video an sich Spaß gemacht. Also mir hat es Spaß gemacht, mal wieder ein Video zu machen. Eine Sekunde. So. Ja, kann man ja nicht ausziehen, aber was. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns. Jo, crazy. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Wahrscheinlich mal wieder ein Multiplayer-Video dann. Wahrscheinlich Smash, Mario Party, keine Ahnung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich sehen mit einer positiven Bewertung. Lasst einen Like und ein Abo da. Ja, und ein Kommentar wäre auch ganz lieb, wie am Anfang schon gesagt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieser Content. Es wird auf jeden Fall vielleicht noch mehr Content kommen. Vielleicht auch mit anderen Leuten aus der Community. Fressland, The Squike. Und den anderen, ja.
Guckt auf Twitch vorbei, guckt auf TikTok vorbei, guckt auf, ja, das war's eigentlich schon. Guckt dabei mir vorbei und ja, dann war nett. Bis zum nächsten Video. Euer Lolo Matrix. Ciao, Kakao. Oder so.